Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Ganz schön scharf, unsere Online-Community zur Schärfung des Markenauftritts beim Lintia Rollout. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Anja Kreuzer. Ich bin Director Research and Development bei Scopus, mittlerweile seit mehr als 3 Jahren dabei und seit circa 16 Jahren in der Marktforschung und möchte heute Ihnen etwas über die Community-Lösungen, die wir anbieten, erzählen und freue mich, dass Sie dabei sind. Gut, fangen wir an. Zuerst mal einen Überblick, was ich heute mit Ihnen teilen möchte. Erstmal möchte ich Ihnen etwas über Scopus erzählen. Wer ist eigentlich Scopus und was machen wir? Dann möchte ich Ihnen etwas über Lintia erzählen. Was ist Lintia? Was macht Lintia? Dann kommen wir direkt zu der Lintia-Community. Erstmal, was ist eine Community? Was kann eine Community? Welche Vorteile bietet eine Community? Und was bedeutet das für Lintia? Dann möchte ich Ihnen auch ein bisschen was zu den Ergebnissen erzählen. Wie wird Lintia wahrgenommen? Was kann Lintia optimieren? Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf die Strategie einsetzen. Was hat Lintia eigentlich aus dieser Community mitgenommen? Was wurde umgesetzt? Und was kommt vielleicht noch in der Zukunft? Fangen wir erstmal mit Scopus an. Wir sind seit 25 Jahren erfolgreich für unsere Auftraggeber im Einsatz. Wir sind ein Full-Service-Institut seit 1995. Wir sind Inhaber geführt. Wir gehören mittlerweile zu den 15 umsatzstärksten Playern in Deutschland und haben über 120 Mitarbeiter an 3 Standorten. Genau, wir haben jegliche Zertifizierungen und sind natürlich auch Mitglied in allen wichtigen Verbänden und Organisationen der Marktforschungsbranche. Schön ist aber auch, dass unsere Kunden gerne mit uns zusammenarbeiten und wir haben bei marktforschung.de in den letzten Umfragen immer sehr gute Bewertungen bekommen. Zum Glück, da sind wir stolz drauf und wer weiß, vielleicht können wir das auch mal bei Ihnen unter Beweis stellen. Genau, was ist eigentlich die Scopus Gruppe? Wir haben mittlerweile 6 Units, die auf verschiedene Forschungsbereiche spezialisiert sind. Zum einen natürlich die Market Research, wo Produktforschung, Kommunikationsforschung, Marken- und Zielgruppenforschung angesiedelt ist. Dann haben wir eine ganz eigene Abteilung, die sich um UX-Themen kümmert und alles, was mit UX und Usability zu tun hat, beforscht. Wir haben eine eigene Unit für Community-Lösungen, unsere Connect. Und wir haben eine eigene Unit, die sich Elements nennt, die kümmern sich nur um Data Analytics und die Next mit Mystery Research und dann noch zuletzt die View, die sich um HR Research kümmert. Wir sprechen aber heute vor allem über die umrandeten Units, die Scopus Marktforschung, Market Research, Nova und Connect, weil diese 3 Units in diesem konkreten Fall zusammengearbeitet haben und gemeinsam eine Lösung für Lintia auf die Beine gestellt haben. Genau, dann kommen wir auch direkt zu Lintia. Darf ich vorstellen, Lintia, eine lifestyleige Nahrungsergänzungsmittelmarke, die vor allem zur Selbstoptimierung mit hochwertigen Inhaltsstoffen und einem wirklich guten Geschmack, ich weiß, wovon ich spreche, ich durfte es probieren damals und habe eigentlich nicht so gerne irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die man so einnimmt. Und die fand ich eigentlich total gut, weil die wirklich gut geschmeckt haben. Die Marke ist jung, dynamisch, kreativ und innovativ. Und insgesamt ein sehr moderner Markenauftritt. Und wir haben da ein breites Produktsortiment für einen bewussten und aktiven Lebensstil. Zum einen haben wir da Lintia Zink und Vitamin C. Das ist vor allem zur Stärkung der Abwehrkräfte. Dann haben wir Lintia Energy für alle, die sich müde und erschöpft fühlen und ihr Energielevel pushen wollen. Lintia Balance, das ist so ein bisschen, um die täglichen Herausforderungen meistern zu können und den Körper dafür wappnen zu können. Und Lintia Fitness für alle, die sich gerne körperlich betätigen oder sehr aktiv sind. Genau, also diese 4 Produkte waren zum Zeitpunkt dieser Community entwickelt worden und die Marke stand. Und wir sollten mit unserer Community sozusagen den Marken-Rollout mit begleiten. Ich kann Ihnen aber auch einfach mal zeigen, wofür Lintia steht, indem ich Ihnen ein kurzes Video einblende.
Ja, wie man schon im Video gesehen hat, für jede Lebenssituation das passende Lintia-Produkt. Genau. Die Welt von Lintia. Ja, also Lintia ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches vorwiegend über die Hersteller-Website oder beziehungsweise einen eigenen Lintia-Shop vertrieben wird. Und darüber hinaus Aufmerksamkeit vor allem über die Social-Media-Kanäle erreicht wird, wo wir ja, sind halt vor allem präsent bei Facebook und Instagram. Und das heißt, es geht hier wirklich um den Direktvertrieb, wobei in Zukunft vielleicht auch andere Vertriebswege nochmal relevant werden. Aber als wir die Community aufgesetzt haben, war es tatsächlich so, dass das Produkt erstmal vorwiegend über die Hersteller-Website oder den Hersteller-Shop vertrieben wird. Ja, wie ist es eigentlich zu der Zusammenarbeit gekommen? Das Produkt steht, aber die große Frage war dann, wie führt man es am besten ein? Lintia kam damals auf mich zu und hatte relativ viele offene Fragen in der ersten Phase. Zum einen wollten sie wissen, ob die Zielgruppenstrategie passt, auf welche Kriterien die Verwender von Nahrungsergänzungsmitteln achten, wie werden Nahrungsergänzungsmittel verwendet, welche Marken und Produkte. Sie wollten gerne wissen, wie die Marke Lintia wahrgenommen wird, nachdem sie denn vorgestellt wurde. Wie wird der Lintia Online-Shop wahrgenommen und bewertet? Welche weiteren Einkaufskanäle sind für Lintia relevant? Wie werden die Lintia-Produkte nach der Benutzung oder nach der Nutzung bewertet? Wie wird die Kommunikation rund um Lintia bewertet? Welche neuen Produkte werden unter Lintia gewünscht? Und was kann Lintia noch besser machen? Es waren viele Fragen, die zu dem Zeitpunkt offen waren und aufgrund der Komplexität dieses Volumens haben wir uns dazu entschieden, Lintia eine Community anzubieten. Und zwar haben wir eine Pop-up-Community aufgesetzt. Pop-up-Community, also man sieht es hier auch links, das sind die Pop-up-Communities und rechts sind die Inside-Communities. Die beiden Community-Typen unterscheiden sich dadurch, dass die Pop-up-Community halt eher zur Ad-hoc-Nutzung ist, während die Inside-Community wirklich eine langfristige Lösung ist, die ein Kunde aufsetzen kann und wo dann ja über einen Zeitraum von 1 bis mehreren Jahren sozusagen Studien durchgeführt werden. Und die Pop-up-Community wird wirklich für konkrete Forschungsvorhaben aufgesetzt. Dann kann man nochmal unterscheiden zwischen branded und unbranded, je nach Forschungsfragen muss man dann entscheiden, welches Setting das tatsächlich bessere ist. Wir haben uns aber in diesem konkreten Fall bei Lintia natürlich für die Branded Pop-Up Community entschieden, weil es ist klar, dass Lintia unter dem Markennamen auftauchen soll. Sonst können wir schlecht die ganzen Fragen beantworten. Genau, was sind die Vorteile einer solchen Community? Eine Community bietet ein umfassendes Methodenspektrum und auch viele Vorteile bei der Durchführung. Also immer dann, wenn es wirklich komplexe Forschungsfragen sind. Wir haben zum Beispiel qualitative Methoden, wir haben Blogs, wir haben Foren, wir können Video-Interviews machen, wir können Video-Fokusgruppen machen, wir können Tagebuchstudien als Blog machen. Dann haben wir die quantitativen Methoden, da können ganz normale Umfragen durchgeführt werden, Quick-Polls oder Tagebuchstudien als Umfrage. Dann haben wir den Vorteil in einer Community, dass wir immer sehr nah dran an den Teilnehmern sind und eine ständige Interaktion mit den Teilnehmern haben. Wir sind sehr flexibel in der Durchführung der einzelnen Teilstudien und der Kunde kann ja über einen Live-Zugang das Geschehen in der Community immer wieder verfolgen und zum Beispiel auch alle qualitativen Inhalte selbst ja, nachlesen oder einsehen und ist somit auch sehr nah am Konsumenten dran. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Foto- oder Video-Uploads oder halt Co-Creation-Ansätze mit Inhalten aus dem Web. Also da sind die Möglichkeiten sehr umfassend. Genau, und was haben wir für Lintia gemacht? Wir haben mit 268 Teilnehmern im Rahmen einer Community insgesamt 16 Forschungsaktivitäten in 3 Monaten durchgeführt und haben dadurch einen Haufen an Erkenntnissen gewonnen. Wen haben wir befragt? Wir haben Verwender von Nahrungsergänzungsmitteln befragt, mittleres bis hohes Einkommen, also das waren schon eher Leute, die sozusagen, ja, man sieht es auch hier an diesen Lebensstilen, die Lintia sozusagen für sich identifiziert hat, die Progressive Parents, die Multiperformer und die Vorwärtsmacher, also man merkt schon, das sind schon eher erfolgsorientierte Menschen.
Sie mussten eine Online-Affinität in puncto Kauf vorweisen und es war so die mittlere Altersstufe, 25 bis 45 Jahre. Das waren Vorgaben, die tatsächlich von Lintia kamen, weil sie so für sich aus Vorgängerstudien sozusagen identifiziert haben, dass das so die Zielgruppe ist, die sie anvisieren wollen. Und wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben die Teilnehmer über ein Online-Panel rekrutiert. Das heißt, nicht jeder konnte in die Community kommen. Wir haben die vorher anhand eines Screeners sozusagen selektiert und dann nochmal explizit für die Community eingeladen. Was natürlich auch daran lag, dass wir hier doch recht strenge Zielgruppendefinitionen hatten, die wir auch erstmal umsetzen mussten und die Leute dahingehend halt selektieren mussten. Innerhalb dieser Community war ein Bestandteil auch, dass ein Produkttest durchgeführt werden sollte. Das heißt, die einzelnen Produkte, die ich eben vorgestellt habe, die vier Sub-Brands von Lintia, wurden den Probanden dann zugesendet und nach einem Testzeitraum sollten dann die einzelnen Produkte dann auch nochmal bewertet werden. Um diese Produkte zu erhalten, musste dann auch tatsächlich ein realer Kauf im Online-Shop stattfinden. Der Betrag, der sozusagen dabei angefallen ist, wurde den Probanden natürlich danach erstattet. Diesen Weg haben wir halt in diesem konkreten Falle gewählt, weil man dann schon über die Bestellung der einzelnen Produkte sozusagen auch schon die Bewertung und Wahrnehmung des Online-Shops mit abfragen konnte für die UX-Themen. Genau. Ja, und hier sieht man ja mal grob, wie die Lintia-Community aussah. Das ist das Schöne. Wir können unsere Community immer an das Marken-CI sozusagen anpassen. Auch die Bilderwelten, das Logo, die Farben, die Schriften, die haben wir hier in diesem konkreten Falle alle an das Lintia-Branding angepasst und halt entsprechend in Zusammenarbeit mit dem Kunden so umgesetzt, sodass die Community halt auch wirklich zur Marke passt. Genau, dann haben wir die unterschiedlichen Forschungsdimensionen schrittweise untersucht. Zuerst mal war das Thema Zielgruppe fokussiert. Natürlich erstmal über den Screener, mussten wir ja durchführen, um die Leute halt entsprechend zu rekrutieren. Dann haben wir eine Usage and Attitude gemacht und dann haben wir auch nochmal geschaut. Diese Lebensstile wurden über Markerfragen zugeordnet, die natürlich vorher schon feststanden. Aber was war eigentlich mit dem Rest? Das heißt, das sind Nahrungsergänzungsmittelverwender, die halt in allen anderen Zielgruppenkriterien entsprechen. Aber welches Lebensstil sind denn diese Leute? Das heißt, wir haben auch nochmal eine Extra-Analyse derer gemacht, die jetzt diesen Lebensstil nicht explizit zugewiesen werden konnten, um zu verstehen, hat Lintia neben den fokussierten Lebensstilen vielleicht noch eine Zielgruppe, die sie noch nicht richtig auf dem Schirm haben für die weitere Vermarktung. Dann zur Marke, da haben wir einen Brand-Konzept-Test gemacht und wir haben nach Produkttestungen nochmal eine Abschlussbewertung der einzelnen Subbrands gemacht. Dann haben wir einen In-Home-Produkttest gehabt. Wir haben Konzept-Test durchgeführt für Neuproduktideen. Dann haben wir den Einkaufskanal uns angeschaut, UX-Test Online-Shop, sowohl Qual und Quant, also einmal eine quantitative Umfrage und nochmal qualitative Einzelinterviews. Und wir haben die verschiedenen Einkaufskanäle nochmal evaluieren lassen, die generell möglich sind und weil Lintia halt überlegt hat, ob sie vielleicht noch über andere Einkaufskanäle nachdenken sollten und diese in Betracht ziehen sollten. Und zu guter Letzt dann noch die Kommunikation. Da haben wir uns vor allem die Usability der Website angeguckt, Qual und Quant, wieder in der quantitativen Umfrage und Einzelinterviews. Wir haben einen Social Media Test durchgeführt. Da haben wir mal angeschaut, wie so generell die Wahrnehmung und Akzeptanz der Social Media Aktivitäten von Lintia ist. Und wir haben noch eine Webkonferenz zu Kommunikationsideen gemacht für die Zukunft. Also inwiefern könnte Lintia in Zukunft noch besser kommunizieren? Wo sollten sie kommunizieren? Wo tummeln sich sozusagen die Nahrungsergänzungsmittelverwender? Genau. So, und dann möchte ich gerne ein paar Eindrücke aus den Community-Ergebnissen mit Ihnen teilen.
Was haben wir mit Lintja herausgefunden? Also erstmal zu den genutzten Informationsquellen. Drogeriemärkte mit 62% auf jeden Fall ja, die häufigst genutzte Informationsquelle. Das war auch klar und war zu erwarten. Aber auch der Online-Shop der Hersteller mit 24% hat relativ gut abgeschnitten. Und wenn man sich dann nochmal die Kauforte anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Drogerie der Kaufort mit 87% hat. Ja, sehr, sehr prominent ist, wobei der Informationskanal ja etwas schwächer ausgeprägt ist. Das heißt, oft holen sich die Nahrungsergänzungsmittelverwender ihre Informationen auch schon vorher, bevor sie in die Drogerie gehen und das Produkt kaufen. Beim Onlineshop ist es tatsächlich so, wenn die sich auf dem Onlineshop tummeln, dann holen sie sich auch gleichzeitig die Informationen da und das führt dann auch meistens zu einem Kauf. Was sind so die Top-Marken? Ja, entsprechend der genutzten Informationsquellen und der Drogeriemärkte auf der Top-Position sind auch die Top-Marken halt entsprechend Drogeriemarken. Wir haben hier Tetisept mit einer häufigen Nutzung und einer sehr, sehr hohen Bekanntheit von 90%. Doppelherz und auch Kneipp, das sind so die drei Top-Marken, die genannt worden sind. Ja, ist auch irgendwie klar, ne? Wenn ja, so viele Nahrungsergänzungsmittelverwender tatsächlich in Drogeriemärkten einkaufen. Aber wir haben Lintja halt als Konzept vorgestellt, erstmal konzeptioneller Ebene. Es war total schön, weil Lintja sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Das ist ein Konzept, das eine Zielgruppe im Sturm erobert hat. Also 88% Gesamtgefallen und auch eine ziemlich hohe Kaufwahrscheinlichkeit von 86%. Und die Einzigartigkeit auch bei 75%. Was schön ist, weil der Nahrungsergänzungsmittel ja doch schon einige Produkte aufzuweisen hat. Und ja, mit einem Neuprodukt muss man sich natürlich entsprechend erstmal abgrenzen können. Das hat aber bei Lintja sehr, sehr gut funktioniert, aufgrund des Markenauftritts. Und es wird schon als sehr einzigartig wahrgenommen. Lintja wirkt auf ja, die Probanden modern, kundenorientiert, transparent, authentisch und kompetent. Also ziemlich viele positive Eigenschaften, die mit Lintja verbunden werden. Was schön ist, ist, dass nicht nur die konzeptionelle Bewertung sozusagen sehr gut war, sondern auch, dass das Produkt im Praxistest wirklich hält, was es konzeptionell verspricht. Wir haben ja das Produkt versandt, wir haben die vier Produktvarianten versandt und in den Test gestellt. Und 27% der Probanden haben angegeben, dass sie eine merkliche Veränderung nach einer Woche gespürt haben. Und nach 3 Wochen waren es sogar 47%. Also es hat wirklich was mit den Probanden gemacht. Und da unterscheiden sich natürlich die verschiedenen Produktvarianten voneinander. Fitness, halt vor allem die körperliche Fitness, Muskelaufbau, Verbesserung des Stoffwechsels. Zink, Verbesserung des Immunsystems, Widerstandsfähigkeit, genau, Balance mit dem generellen Wohlbefinden und verbesserte Stimmung und Energy halt entsprechend mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit. Also das, was halt auch konzeptionell sozusagen ausgelobt wurde, wurde auch nach Produkttest von den Probanden wahrgenommen. Was haben wir uns noch angeschaut? Wir haben uns auch den Online-Shop von Lintja angeschaut, inwiefern dieser bei den Probanden abschneidet. Das war natürlich nochmal ja, vor Versand der Produkte, sollten sie ja die Produkte im Online-Shop einmal bestellen. Und da gaben 90% der Probanden an, dass das ein sehr positiver erster Eindruck war. Der Shop wirkt seriös, modern und vertrauenswürdig. Und auch die Orientierung funktioniert sehr, sehr gut mit 99%, die angeben, dass man sich dort sehr gut orientieren kann, es eine einfache Handhabung war. Und es wird vor allem gelobt, dass der Shop einfach übersichtlich gestaltet ist, ein ansprechendes Design vorweist und auch die Produkte gut darstellt. Kritik wurde nur sehr selten geäußert, wenn dann in Bezug auf die Produktfotos. Ja, manche Probanden haben auch nochmal diversere Bezahlmöglichkeiten gewünscht und der Text zur Produktbeschreibung war für manche noch ja, nicht aussagekräftig genug. Aber das waren wirklich nur vereinzelte Nennungen. Wir haben uns auch angeschaut, ob es noch andere potenzielle Verkaufskanäle gibt. Da haben wir uns die verschiedenen Kanäle angeschaut. Hier haben wir zum einen den Online-Shop des Herstellers und was man ganz klar sieht, ist, dass der erste Kauf, sowohl der erste Kauf als auch der Wiederholungskauf, zu einem ja, ungefähr gleichen Anteil im Online-Shop des Herstellers
ja, vonstatten geht, und die Assoziationen, die damit einhergehen, sind, dass man direkte Produktinformationen bekommt, dass es einfach und problemlos ist, dass die Preise angemessen sind und sichere und transparente Kaufmöglichkeiten gegeben sind, während die Online-Apotheke halt ein bisschen anders funktioniert. Also hier ist der erste Kauf etwas geringer ausgeprägt, dafür dann beim wiederholten Kauf wird die Online-Apotheke dann mehr genutzt als beim Erstkauf. Und vor allem wird gelobt die große Auswahl, günstige Preise, fachliche Beratung und Qualität. Und bei der stationären Apotheke ist es natürlich nochmal anders. Hier werden die Erstkauf und wiederholter Kauf dann noch etwas geringer. Also man sieht schon ganz klar, wie wir das eben auch gesehen haben, Nahrungsergänzungsmittel werden vor allem in Drogeriemärkten gekauft und weniger in Apotheken. Deswegen sind die Anteile hier vergleichsweise gering, wäre natürlich jetzt bei anderen Healthcare-Produkten ganz anders. Aber mit der stationären Apotheke werden dann auch ein paar negative Assoziationen verbunden, natürlich insbesondere was die Preisstellung angeht. Aber ansonsten wird die Apotheke natürlich insbesondere für ihre Kompetenzen, die gute Qualität, ja, gelobt. Und dann gab es natürlich noch die Drogeriemärkte, die halten entsprechend ja, hohen Anteil bei Erstkauf und Wiederholungskauf ja, geboten haben. Da aber die Drogeriemärkte für Lindt ja überhaupt nicht in Frage kommen, weil sie sagen, sie möchten nicht in Drogeriemärkte, weil das kein strategisches Target ist. Und dann haben wir dann Einkaufskanal halt auch entsprechend ausgeklammert aus der Analyse. Es wäre halt zu überlegen, ob man die Online-Apotheke noch mit reinnimmt, weil sie halt eine hohe Nähe zum Herstellershop aufweist. Also das Medium ist schon dasselbe und halt entsprechend nochmal die Kompetenz, diese Apothekenkompetenz agiert. Dann haben wir uns die Lintia-Webseite auch noch angeschaut und die wurde auch sehr, sehr gut bewertet mit 94%, die sagen, es ist eine sehr gute Handhabung, der Aufbau ist super, die Optik gefiel 90% sehr gut, die Fotos, die dargestellt wurden, ebenfalls mit 90%, die verwendete Sprache, das war nochmal so ein Sonderthema, weil einzelne Inhalte auch nur auf Englisch vorhanden waren. Und die Inhalte, die dort gezeigt wurden, mit 82%. Also insgesamt auch ein sehr gutes Feedback. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil Lindt ja als sehr modern und lifestyleig natürlich platziert ist. Leidet so ein bisschen die wissenschaftlich fundierten Informationen. Also sie wünschen sich mehr Angaben zur Herkunft der Inhaltsstoffe, wissenschaftlich fundierte Informationen. Und die Fotos sollten mehr einen spezifischen Bezug zum textlichen Inhalt haben. Aber ansonsten ist die Website auch insgesamt sehr, sehr gut bewertet worden. Genau, was heißt das jetzt in der Summe? Wir haben herausgefunden, dass die Zielgruppe, die strategisch fokussiert wird, sehr gut passt und beibehalten werden sollte. Wir haben herausgefunden, dass Lintia in ihrem Marken oder in seinem Markenauftritt sehr modern wirkt und dass das auch ja, sehr gut angenommen wird, dass aber noch mehr Emotionalität bespielt werden könnte und dass vor allem Awareness und Traffic geschaffen werden sollten über zusätzliche Kommunikationskanäle als die, die bis dato genutzt wurden. Wir haben herausgefunden, dass das Produkt ja, dass die Produktrange um potenzielle Produkte erweitert werden könnte. Also da gibt es verschiedenste Anwendungen, die da diskutiert wurden und gewünscht wurden. Zudem könnten weitere Darreichungsformen und Geschmacksrichtungen implementiert werden. Beim Einkauf haben wir herausgefunden, dass der Online-Shop als Einkaufskanal sehr gut funktioniert, dass man aber noch überlegen könnte, die Distribution auf Online-Apotheken auszuweiten als sinnvolle Ergänzung in puncto Fachkompetenz. Und bei der Kommunikation haben wir herausgefunden, dass die Inhalte durch nützliche Produktinformationen nochmal zusätzlich geschärft werden könnten, was hier an der einen oder anderen Stelle noch fehlt. Also insgesamt sehr, sehr viele Insights, ein sehr spannendes Projekt, ein sehr forderndes Projekt. Unsere Kunden waren happy und dementsprechend durfte ich das auch heute hier teilen. Und falls sich Ihr Interesse geweckt haben sollte, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ja, ich würde Ihnen alle Fragen beantworten oder halt auch vielleicht über Ihr konkretes Forschungsvorhaben einfach mal sprechen. Melden Sie sich gerne bei mir. Bis dahin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Tschüss.